Hallo miteinander, mein Name ist José Federspiel, ich bin Grafikdesigner, Multimedia-Producer und Künstler und ich denke, ich mache mal ein paar Videos, um euch ein bisschen zu zeigen, was ich so mache im Alltag. Und das erste Video möchte ich euch ein bisschen zeigen, was ich im Bereich Druck mache, also vor allem Textildruck. Ich habe in den letzten 3 Jahren angefangen selber zu drucken. Also ich habe vor 20 Jahren, so muss ich sagen, habe ich, oder mehr als 20 Jahre, habe ich selber in meiner Studienzeit Siebdruck gemacht. Also Textilsiebdruck, ich habe Pullover gemacht, T-Shirts und habe mich dann wie angefangen, ein bisschen zu interessieren für das Thema und habe das dann aber wieder ja, sicher 10 Jahre lang ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt, etwa vor 3 Jahren, habe ich mir überlegt, ob ich das nicht wieder in Angriff nehmen soll, so Kleider designen und selber drucken. Und ich konnte auch schon 2, 3 Aufträge machen in diesem Bereich jetzt. Und ich habe mich entschieden, dass ich das in einer neuen Technik mache. Früher habe ich das, eben wie gesagt, in Siebdruck gemacht und jetzt habe ich das Ganze im Bereich Flex-Flock-Druck angefangen zu machen, weil das einfach einfacher geht für mich und es gibt nicht so eine Sauerei und es ist nicht so aufwendig wie mit diesen Sieb und man kann mehr auch kleinere Stückzahlen machen und durch das bin ich dann eben auf das Flex- und Flockdruck gekommen und aufs Digital Transfer. Digital Transfer ist mittlerweile so gut, dass es bei richtiger Wäsche, also wenn man Kleider richtig wischt, heben die gleich lang wie ein Siebdruck-Shirt zum Beispiel. Und dort muss man einfach schauen, also was eigentlich der Vorteil ist von Digital Transfer, es bleicht er nicht aus. Siebdruck war früher noch so gewesen, das ist dann mit der Zeit ist das immer flauer geworden, der Druck. Und heutzutage mit dem Digital Transfer kann man erstens kleinere Stückzahlen machen. Man ist nicht so auf das teure Sieb fixiert. Und durch das hat es eigentlich noch Vorteil, wenn man es so macht in der neuen Technik. Ich werde sicher auch noch zeigen, mal, wie ich ein Digital Transfer designe und nachher drucken lasse und dann aufs Shirt draufbringen oder auf den Pulli. Aber jetzt in diesem Video möchte ich eigentlich euch zeigen, wie ich ein Kleidungsstück machen mit Flex- und Flockdruck. Flexdruck ist eine Art Folientechnikdruck, also das ist eine Folie, die man schneidet und nachher kommt die geschnittene Folie auf ein Shirt draufgedruckt. Und das ist auch sehr lang haltbar, also man redet hier von mehreren Jahren. Und Flock ist dann eigentlich das Gleiche, die gleiche Technik, auch mit einer Schnittfolie, einfach ist das Flockfolie ein bisschen samtig und durch das halt für feinere Geschichten, wo es nicht so kräftig muss aussehen und wo vielleicht auch eben die Haptik ein bisschen eine andere ist als jetzt beim Flexdruck. Genau. Ja, dann zeige ich mal ein paar Bilder, wie das da bei mir aussieht. Und dann bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, bye bye, tschüss.